Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir sind immer noch auf der Flucht nach draußen aus der Quarantänezone, um Ellie nach draußen zu befördern. Aber jetzt stellen sich hier einige meiner Lieblinge der Klicker in den Weg. Und wir müssen erstmal, bevor wir in den Angriff übergehen, nochmal schnell ein Messer herstellen. So, was können wir hier noch herstellen? Medikit brauchen wir momentan nicht. Wir könnten noch einen Molotow. Können wir mehrere auf einmal tragen? Ich stelle einfach mal einen Molotow her. Ja, wir können mehrere auf einmal tragen. Das ist schon mal gut zu wissen. Könnten theoretisch sogar noch einen dritten machen. Aber what the fuck? Das lassen wir mal. Und anscheinend scheinen die gegnerischen Monster nicht auf unsere Begleiterinnen zu reagieren. Ein Messer! Wunderbar! Das können wir sehr gut gebrauchen. Jetzt wechsle ich erstmal zur Flasche, würde ich sagen. Denn mit den drei Messern können wir schon drei von diesen blöden Viechern ausschalten. Unter anderem dich. Ne, dich wollen wir nicht mit der Flasche abwerfen. Alter, Ellie! Aber da ist jetzt der Runner da im Weg. Der soll mal wieder lieber zur anderen Seite kommen, damit wir ihn von der Seite gleich erledigen können. Wackeln aber auch ganz schön. Und hier ein auf Michael Jackson. Moonwalk. Alter, was ist denn mit dem los? Komm mal her, ich will keine Flasche werfen. Diese Geräusche, die machen einen immer noch ein wenig krank. Junge, kommst du jetzt mal? Hast du auch genug da in der Ecke geschillt? Auf der anderen Seite. East Side, da ist viel mehr los. So, und jetzt können wir ihn greifen. Oh, ein Messer rein. Glaube, auch der blöde Runner da hinten hat es nicht bemerkt. Wunderbar. So, dann schalten wir als nächstes den da aus. Dann haben wir immer noch ein Messer zu verfügen. Okay, jetzt ging er voll in die Hose. Aber ich glaube, den haben wir. Was? Nein! Den habe ich nicht gesehen. Okay, das ging mal wieder in die Hose. Und ich fürchte, ich muss das wieder off-air machen, weil ich das so einfach nicht hinbekomme. Aus welchen Gründen auch immer. So, erstmal das Messer hier. Nicht vergessen. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Eine blöde Flasche, die brauchen wir nicht. Oh, Alter, Alter, das geht mir irgendwie extrem auf den Sack hier. Und Tess ist auch nicht gerade eine große Hilfe mit ihrer Waffe. Ach, dann machen wir das Ganze halt noch einmal. Vorher stellen wir kurz noch ein drittes Messer her. Und nein, kein Medikit, sondern ein Molotow. So, das können wir problemlos machen, während der Klicker hier vorbeilatscht. So, dann laufen wir gleich mal einfach diese Seite entlang. Messer. So, und falls mir auch der blöde Sack da was. Weil es scheint wirklich nichts zu machen. Den kann ich dann noch gleich erwürgen, oder? Ich hätte jetzt gedacht, dass der uns bemerkt. Aber scheint ja nicht. Dann können wir mal diese Seite hier entlang laufen. Und die Taschenlampe anmachen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Nützliches. Alter, lauf mir doch nicht immer den Weg, meine Fresse. Ein Baseballschläger? Ne, das haben wir schon. Ein Holzbrett. Ne, sah gerade wie ein Baseballschläger aus. Da haben wir noch irgendwas. Was haben wir denn hier? Erstmal Munition und noch ein Blatt. Nachricht an Derek. Wer das auch immer ist. Scheint ja relativ klein zu sein, die Nachricht. Derek von der Buchhandlung lässt uns. Was? Also Derek von der Buchhandlung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. Ah, da haben wir noch einen kleinen Code. Den werde ich mir sowieso nicht merken, aber haben wir in unserem Inventar.
falls wir so ein Safe finden sollten, vielleicht kriegen wir so ein bisschen extra Loot. So, dann laufen wir jetzt mal diese Seite entlang. Vielleicht sind wir die ersten beiden Versuche auch, oder wären wir in eine Sackgasse gelaufen, keine Ahnung. Das scheint auch ein Runner zu sein. Ein Depressiver vielleicht. Machen wir die Lampe auf. Und diese Geräusche, die machen mich krank. So, hier bloß kein Messer verschwenden. Hat der gerade einen Klicker angelockt oder was? Ne, sieht nicht so aus. Was haben wir da denn? In diesem Fach? Gar nichts. Na toll. Da haben wir noch einen Ziegelstein. Wir scheinen doch die andere Seite entlang zu müssen. Scheiße, alles Mist. So, dann sind wir aber zumindest den Klicker da vorbeigeschlichen. Wir müssen ja irgendwie dann da durch, oder? Und da steht ja einer direkt davor. Den könnten wir vielleicht weglocken. Oder ein Molly werfen. Oder. Oh, da laufen sogar zwei von den Viechern. Aber hier dürfen wir kein unkontrolliertes Geräusch machen. Sonst sind wir voll im Arsch. Alter, was machst du da? Da können wir die auch alle umgehen und dann voll auf den da drauf gehen. Meinst du, Test, das ist... Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Aber wie packen wir das jetzt mit dem? Ich glaube nicht, dass ich mich an den hinten dran schleichen kann, oder? Aber hier können wir hier was werfen. Wir haben hier noch eine Flasche. Und dann lösen wir das hoffentlich so. Wobei, wenn jetzt die Flasche... Alter. Habe ich mich gerade verjagt, ey. Wenn ich jetzt die Flasche werfe, nicht, dass das die anderen auch noch anlocken. Da oben, da können wir irgendwas machen. Vielleicht müssen wir den gar nicht besiegen. Ganz vorsichtig. Das schaffen wir doch auch nicht, ey. Okay, und das Symbol hat mir gerade gezeigt, dass der doch noch im Weg ist. Okay, dann machen wir das doch so, dass wir die Flasche wohl werfen. Ich hoffe, ihr beide, oder Test zumindest, gibt mir ein bisschen Rückendeckung. Wir schmeißen jetzt da die Flasche hin. Genau, der rennt dann da hin. Und wir... Nee, das klappt doch auch nicht. So, und jetzt schnell die Leiter, komm. Hol die Leiter runter. Nee, wird alles nichts. Das wird alles nichts, Leute. Und bevor das wieder ein kompletter Fail-Part wird, würde ich sagen, mache ich das nochmal off-air und bis gleich. Schneller zurück als gedacht. Es scheint doch möglich zu sein, sich so an den Rand zu schleichen. Wobei ich mich frage, wie man es hätte lösen können. Oh, der hat noch Munition. Hätte man kein Messer bei sich gehabt. So, und ich denke, jetzt können wir aber hier die Leiter runterziehen. Okay, das hätte auch ein bisschen leiser vonstatten gehen können, eventuell, aber gut. Mal los, Mädel, lauf. Beziehungsweise Kletter. Ach, meine Herren. Ich mache es mir auch immer komplizierter und schwerer, als es dann im Endeffekt ist. Ich bin, glaube ich, in vielen Fällen dann auch einfach zu ungeduldig, hier vielleicht noch einen anderen Weg zu suchen. Aber gut, schauen wir jetzt erstmal weiter. Irgendwie kriegen wir das schon gebacken. Und jetzt scheint hier erstmal wieder ein bisschen ruhiger zu sein. Dann kann ich jetzt auch mal die Flasche wieder ausrüsten. Und mit 17 Polizeischuss, nein, Pistolenschuss, sind wir, glaube ich, noch ganz gut dabei. Auch wenn ich die lautlose Killung, ist das ein Wort? Killung? Das lautlose Killen
Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. L3. Da ist das Rathaus, wo wir uns mit der Firefly Anhängerschaft immer noch treffen sollen. Wie kommen wir über diesen Truck? Guck mal links. Mal sehen, ob wir was finden. Ich guck mal nach links. Hey, Tess. Wo gehst du denn lang? Ich schaue mich auf jeden Fall mal kurz hier um. Oh, oder auch nicht. Oh mein Guinness, ey. Warum sind da Wanner? Ich wollte mich doch hier nur umsehen. Ja, sind mir zu viele. Laufen wir mal. Wobei, da könnte natürlich auch Loot sein, aber ich werde dann gleich wieder getötet. Und, oh. Scheiße, ey. Soll ich hier mal ein Molly werfen? Haben wir noch nicht gesehen, deswegen zur Demonstration. Ah, und da wird auch angezeigt, in welchem Radius das dann. Hi. Brennt, Leute, brennt. Verbrennen die auch? Sterben die da dran, oder? Ich höre sie zwar schreien, aber viel mehr dann auch nicht. Wechseln wir mal zur Pistole. Komm her, komm her. Alter, wie viel Schuss hatten wir noch? So, weg mit dir. Kopf ab. Okay. Und gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen na, weg. Na toll. Aber ist hier dann zumindest ein bisschen Loot, dass sich das hier belohnt hat, den Molly auch zu werfen. Ah, da haben wir doch was. So, das können wir nur bewegen. Lassen wir aber erstmal nochmal stehen. Das können wir bestimmt gleich brauchen, um irgendwo weiterzukommen. Aber erstmal hier die Schubladen. Na, immerhin. Klebeband und eine Schere. Können wir uns wieder ein Messer basteln. Aber wozu brauchen wir jetzt dieses Teil? Oder steht das da irgendwo drauf? Können wir das rausschieben? Können wir das... Ah, ich verstehe. So läuft der Hase. Okay. Gut, aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch ein bisschen extra Loot. Ich dachte, das wäre jetzt mal was Optionales gewesen, aber nee. Bis jetzt ist das Spiel auch recht linear. Stört mich jetzt nicht so wirklich. Aber ein bisschen mehr Freiraum, natürlich alles blockiert hier von Autos und Lastern und anderen diversen Fahrzeugen. Aber ein bisschen mehr hättet ihr doch vielleicht hier noch verstecken können, liebe Entwickler von Naughty Dog. Vielleicht da im Laster noch was? Irgendwas muss hier doch noch sein, oder? Nix, wirklich gar nix. Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Nachdem wir uns jetzt wieder eine kleine Treppe gebaut haben. Und hoch und nochmal hoch. Und wieder abwärts. So. Ah, hier. Das kann man natürlich auch leicht übersehen. Sorry. Da haben wir wieder eine Notiz. Und einen neuen Stab. Den können wir gleich mal mit uns nehmen. Haben wir hier noch was? Na gut, dann lesen wir mal den Zettel. Was für eine Broschüre? Die habe ich jetzt gerade kurz nicht gelesen. Lesen. Die CGI-Sicherheitsbroschüre. Das Center for Disease Control hat diese Broschüre über die Colicaps Gehirninfektion CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Der Hintergrund. Der parasitäre Cordyceps-Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunisten. Übertragung. Die beiden bekannten Übertragungswege von CGI sind Einatmen der von Cordyceps abgesonderten Sporen
oder Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person, in der Regel durch einen Biss. Oh, sorry Leute, irgendwas ist gerade mit meiner Stimme nicht ganz in Ordnung. Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordyceps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI, erstes Stadium. Symptome. CGI-Patienten im ersten Stadium legen launisches, gewalttätiges Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Auch zur Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung, in der Regel im Ohr, festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. Okay, da haben wir so ein bisschen was zum Hintergrund dieser Infektion jetzt erfahren. Und sie scheint ja von einer Art Pilz, ja, war ja eigentlich da gerade beschrieben, von Pilzsporen. Cordyceps scheint eine Art Pilz zu sein, der das also überträgt. Oder eben durch Flüssigkeiten von bereits Joel, hier drüben. Infizierten. Wo hier drüben? Jetzt hier wohl gleich weiter, ja. Schon wieder so ein Schloss hier. Das kennen wir doch irgendwo her. Irgendwie das identische Tor wie vor 2-3 Parts. Na gut, muss er. Was? Ich höre nicht. Okay, Beeilung. Ach nee, komm, scheiße. Ach nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Du hast da was am Schuh. Wir gehen durchs Gebäude. Eklig. Na, eine andere Möglichkeit bleibt uns jetzt wohl auch nicht mehr durchs Gebäude zu gehen. Hier sind wir nämlich jetzt erstmal okay, eingesperrt. Wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus, du Schlauschnackerin, ja. L3. Und Marlene glaubt, du bist immun? Modifiziere deine Waffen an einer Werkbank mit gefundenen Teilen. Ah! Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einsatz gerufen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bist du. Und so kam das. Verstehe. Okay, den Dialog wollte ich nicht unterbrechen. Was haben wir denn hier noch? Nochmal 5 Fähigkeits- oder Lernpunkte. Sehr schön. Aber jetzt haben wir also eine Wertebank oder eine Werkbank gefunden. Und dort gehen wir jetzt auch hin. Dort können wir nämlich unsere Waffen verbessern. Mal schauen, wie das jetzt genau funktioniert. Benutzen wir diese mal. Okay, dann mal los. Dann mal los. Ein Waffenhalfter. Okay. Werkzeuge 1 benötigt, Teile 75. Wie viel haben wir denn? 46 haben wir nur. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, Waffenhalfter. Ah, genau, dann können wir 2 Pistolen tragen, alles klar. Oder für eine 2. Langwaffe. Auch sehr interessant, aber brauchen wir halt 75 Teile und Werkzeuge. Beziehungsweise ein Werkzeug. Ich glaube, davon haben wir aber auch noch nichts gefunden. Was können wir denn hier verbessern? Die 9mm Pistole haben wir hier. Okay, der ganze Rest ist sowieso noch gesperrt. Aber wir tragen momentan den Revolver mit uns. Da könnten wir jetzt... Schussfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufeuern. Okay, oder das Nachladetempo ermöglicht dir, die Waffe schneller nachzuladen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Könnten wir theoretisch beide eine Stufe aufbessern für den Revolver. Und bei der Pistole gibt es sogar noch eine Magazinkapazität.
erklärt sich natürlich von selbst, mehr Kugeln können getragen werden. Ich bin mir aber unsicher, ob wir die Teile nicht erstmal behalten sollen. Was mir noch besser gefallen würde, wäre ein Talent, wo man mehr Schaden mitmachen könnte, aber das haben wir hier leider nicht zur Auswahl. Hatten natürlich so ein paar Rollenspielelemente, das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Aber was verbessern wir? Nachladetempo, finde ich jetzt nicht so wichtig eigentlich, wobei im Getümmel kann das natürlich sehr hilfreich sein, schneller abzufeuern. Komm, wir machen mal die Schussfolge, verbessern wir um 1. Das muss ich halten. Okay. So, und die nächste Stufe will dann schon 30 Teile plus ein Werkzeug kosten. Aber Werkzeuge haben wir sowieso noch nicht. Und die anderen Teile würde ich sagen, behalten wir jetzt erstmal. Haben wir eine schnellere Schussfolge mit dem Revolver. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, das meine ich auch. Guter Joel. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Wobei wir auch schon wieder bald einen Cut machen müssen. Noch ein Schuss. Einmal Munition. Wie viel haben wir mittlerweile? 13. Hatten wir nicht mal mehr? Oder habe ich bei den blöden Klickern da doch noch Schuss verschwendet? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall einmal nachladen. So, dann haben wir hier noch irgendwo was. Da haben wir noch eine Tür. Da haben wir auch noch eine Tür. Und hier haben wir noch ein Regal, wo mal wieder nichts drin ist. Warum macht ihr das, Entwickler? So ist die Frage, wo geht's weiter? Irgendwo ist bestimmt extra Loot. Gucken wir erstmal hier. Eine Schublade mit. Oh, da ist doch was drin. Und zwar irgendwas zum Verbinden. Können wir wieder Messer mit herstellen. Guckst du denn da so auf den Tisch? Sah nicht sehr elegant aus. Liebe Eddie. Was haben wir hier vielleicht noch was drin? Nein, natürlich nicht. Und da ist noch eine Tür. Kleines Labyrinth hier, oder was? Oder für die eventuell in denselben Raum? Nee, tut sie nicht. Weil der Raum kann ja dann nicht sehr groß sein, der hier, oder? Ah doch, wird doch in denselben Raum. Ich habe nur die Tür da gesehen, die verbarrikadierte. Was haben wir da noch liegen? Alkohol, wie es aussieht. Was zum Verbinden und noch irgendwelche Lumpen. Wunderbar. So, gucken wir uns aber hier trotzdem noch ein bisschen um. Da scheint es gleich oben weiter zu gehen. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich gucke hier nochmal eben schnell alles durch. Ach, ey. Tess. Okay, hier kommen wir anscheinend auch nicht durch. Dann haben wir doch wohl alles gesehen. Und mit diesem kleinen Missgeschick von Ellie würde ich sagen, beenden wir diesen Part. Ich hoffe, hier wurde irgendwie... Oh, da habe ich doch noch was. Doch nicht übersehen. Ich hoffe, er macht jetzt hier irgendwie ein Autosave. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das mit den Speicherpunkten geregelt ist. Aber ich schätze mal, dass wir hier irgendwo gespeichert haben. Und beim nächsten Mal dann an dieser Stelle weitermachen. Bei Let's Play The Last of Us.